Und wenn ich gesprungen bin, in den Ätna als Silberwolke aufsteige, hinauf, so ist es eine Freude mir. Ja, das ist Pathos, mein Lieber. Und du hör auf, dauernd dazwischen zu quatschen. Ja, mir kratzt die Rinde. Du hast ja nicht mit den Ästen zu wackeln, wenn ich am Text arbeite. Pathos, das ist ein Sound, das ist ein Effekt, um auf der Bühne Gefühle zu produzieren. Wo rennt ihr hin, ihr Banausen? Dann geh doch zu Netto!1797 soll Friedrich Hölderlin den Tod des Empedokles schreiben. So, der sitzt in seinem Zimmer, der kriegt aber nichts auf die Reihe. Und dann hört er immer am Fenster so Steinchen, die ans Fenster geschmissen werden. So ping, 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 ping. Und dann macht er da den Vorhang an die Seite und guckt da raus. Und dann sind da unten Goethe und Schiller. Die machen Männchen. Hölderlin, du Wichser! Du wirst immer in unserem Schatten bleiben. Gesamtdichterisch gesehen, wer bist du denn? Hölderlin! Ist richtig Mobbing-Situation. Kennt ihr Marina Abramovic? Das ist so eine Performance-Künstlerin, die ritzt sich so lange, bis da Blut rauskommt. Ja, ja, ich find's auch bescheuert, mein kleiner Baum. Ja, soll ich dich mal ritzen? Soll ich dir mal was reinritzen? Soll ich dir mal was reinritzen da? Nein. Ja, mach ich aber trotzdem. Da sitzt der Mann mit der Sonnenbrille. Da ist er. Der Jäger, komm her. Der Jäger steht auf. Wie heißt du, mein Freund Jäger? Pascal. Pascal, komm zu mir. Pascal! Schaut euch Pascals T-Shirt an. Natürlich ist er ein Jäger. Was ist das hier? Guckt doch da. Er ist ein Jäger. Und ein guter Jäger hat eine gute Waffe, eine deutsche Waffe von Heckler und Koch. Das sind die, die ab und zu gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Die liefern auch in den Nahen Osten und nach Afrika, damit die kleinen Kinder im Kongo Kindersoldaten spielen müssen. Damit wir alle Coltan und Wolfram bekommen für unseren nächsten Handyvertrag. Einmal im Jahr ein neues Handy. Ja! Ich bin wertvoll. Ah. Ihr Schmackes! Peter, sagt er, doppel noch mal nach. Ich bin liebenswert und richtig, so wie ich bin. Ich bin ein gleißender Juwel im Universum. Ich bin ein Geschenk für jeden und springe direkt tanzend aus der Hand Gottes. Tschüss, euer Empi!